Ach so, nee, bin ich nicht, überhaupt nicht. Also Fußballfan meine ich jetzt. Bin eher so Motorsport begeistert, merkt man vielleicht auch eher. Wohnt zwar hier neben der Allianz Arena, aber das weiß nicht, dass ich unbedingt Fußballfan sein muss. Bin da eher neutral, sage ich mal. WM, EM gebe ich mir schon fürs Land mitfeiern, aber so Bundesliga ist mir eigentlich recht schnuppe. Ich könnte auch nicht sagen, wer oder was am Wochenende gewonnen hat. Wie schaut es bei dir aus? Hat es dir gefallen hier, Chicken Wings Fun hier mit Walking Dead? Ja, nee, ich muss auf jeden Fall noch eine bis eineinhalb Stunden das Mount Farm. Habe ich ja, kann ich nur bis zum ersten machen. Von daher ist es halt jetzt täglich im Programm. Du kommst aus dem Ruhrpott, du bist FC Bayern Fan. Nice, das ist mal geil, okay. Was ist man denn normalerweise für ein Fan, wenn man da lebt? Ist ja jetzt nicht wirklich typisch, dass man der Bayern-Fan ist. Ach so, Schalke oder BVB, okay. Gut, ja, gut, Schalke dachte mir schon. Und warum speziell bist du Bayern-Fan? Wie hast du dich aus diesem Kreis der Schalke oder der Borussen gelöst? Fragestellung hier. Dann hast du ja gleich ein Rettungsboot in deiner Nähe, wenn die Welt untergeht. Ja, Walking Dead war schon geil. Du meinst die Allianz als Rettungsboot nutzen? Schlechter gefahren die Zeit? Ui. 0,1 schlecht, okay. Obwohl ich mittendrin eine halbe Sekunde besser war. Achso, als kleines Kind, okay, passt. Ja, dann. Dann bleibt mir das auch nur, ist es gewohnt, klar. Wie schaut es aus mit deinen Leuten da bei dir? Ist es, mögen die dich, weil du Bayern-Fan bist, oder sind die selbst Bayern-Fans? Es gibt immer so einen Stress zwischen den Fans, was ich eigentlich gar nicht verstehe. Man ist ja der gleiche Fußball und so. Der gleiche Sport, nicht der gleiche Fußball. Können mich auch mit jemandem streiten, der jetzt hier PS3 oder auf der 360 zockt, das Spiel, wo das gleiche Spiel eigentlich wäre. Macht ja auch keinen Sinn. Trotzdem würde ich niemand hassen oder so, wenn du bei ein anderes Team anfallst oder andere Spieler. Bayern ist der größte Verbrecher. Ja, wir hatten schon einen großen Verbrecher, was mit Bayern zu tun hat. Das ist ja, der sitzt ja gar seine Zeit ab. Yay, 0,3 besser, okay. Aber Hamilton war noch nicht da.
Also Setup passt schon. Ich kann jetzt nicht so viel riskieren wie sonst, aber es ist okay. Da mir King ja die Strecke beigebracht hat am Wochenende. Ich weiß nur, ob einer von euch da war. War ja Renningenieur. Wo ich jetzt erst etwas anders noch fahre. Wegen den Gängen. Also ihr dürft schon reden, gell? Ist nicht so schlimm hier, alles okay. Im Raid Call. Hm? Ihr könnt schon reden, wenn ihr reden wollt, alles gut. Ja, ja, klar. Was 0,6 noch wieder vorne? Heftig, aber ich glaube, der Sprit geht mir aus hier in der Runde. Habe ich so viel Zeit gut gemacht hier, krass. Von der 5. Staffel vielleicht. Kevin ist am 6. Platz, hat er eben gesagt. Ja, der Kevin ist, so ist er dein Kevin. Ich muss eine Bestzeit raushauen, komm schon. Wow, 1,1 besser. Ja, gutes Auto ist ja verdammt leicht hier, also heftig. Muss ich aber in die Box, 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 das Lab, Box, Box, Box. Ach so, viele Staffel wird L2. Ja, weil irgendwie sagte jemand, dass man am Montag eine neue Staffel auf Fox schauen kann, also Sky. Und ich glaube, es war dann Folge 3 oder 4, wurde gestern gesagt. Aber ich warte immer, bis die Staffel komplett da ist, sonst das ist, weiß ich nicht, das ist mir zu doof irgendwie. Und wie schaut es aus, Sven? Hast du noch gespielt hier heute? Hast du frei oder keinen Bock gehabt? Wie? Ach stimmt, du hast ja vorhin erzählt. Ich bin ja auch ein Depp. Du hast ja vorhin erzählt, du bist 18. So voll Brainlag, sorry mein Freund. Voll vergessen. Aber stimmt. Ja, heute habe ich 2 Level. Nee, oder? Doch, 2 Level. Ja, gestern warst du noch 76, als ich gesehen habe. Aber schon geil, um die Zeit noch um 3:30 noch 30 Zuschauer. Also ich finde es super geil hier. Formel 1, da macht es doch Spaß. Ich wollte eigentlich in die Box. Ja, Rosberg hab ich noch gekickt hier, die Sau. Was heißt gekickt hier? Ich hätte die Pole gehabt, Rosberg hat mich noch gekickt. Wow, kurz vor Schluss. Aber wieso ist denn der Hamilton so schlecht? Wieso kann ich gar nicht klicken? So, sind ja bloß 10, ich dachte schon, sind die anderen. Warum 3? Gell? Dann passt es ja wegen Zeitumstellung. Soll ich jetzt das Rennen noch. Wie lange bist du denn noch da eigentlich, Keksdose? Ich überlege, ob ich das Rennen fahren soll, machen wir es nachher oder machen wir es jetzt und das Rennen fahre ich nachher. Aber umbauen wieder hin und her, weiß ich nicht genau. Keine Ahnung, ob meine Hand das aushält. Aber was ist denn das nur an dem Knöchel hier, Alter? Vielleicht habe ich mich auch irgendwie verdreht, weil einmal ich habe das Lenker zu komisch gehalten und dann. Das hat ja Force Feedback. Wenn du das irgendwie so verdrehst, dann wirkt es ja mit voller Kraft dagegen. Muss man oft manchmal aufpassen bei einigen Lenkrädern. Also beim Fanatic kannst du dich schon verletzen, wenn du dich nicht gescheit festhältst. Also wenn du das Lenkrad nur so loslässt, so ganz leicht hältst und dann irgendwie dagegen rennst, dann dreht sich das Ganze so von alleine. Mhm.
Ach so, ja, ich versuche seit 7 Jahren den kopflosen Reiter zu farmen, also das Mount von dem zu kriegen bei World of Warcraft. Und das mache ich halt zwischendurch im Stream mal. Deswegen meinte ich nur kurz. Ja, wenn ich jetzt 5 Minuten kurz oder 2 Minuten kurz pausiere, aufs Klo noch gehe und dann geht das schon wieder für 10 Minuten. Ist auch eigentlich die Hand, auf der ich mich abstütze, wenn ich penne. Ich liege ja so seitlich. Dann stütze ich mich so ab hier. Ja, Gags, deine Hand tut schon. Gönn dir doch eine Pause. Ja, das geht jetzt. Da, Valtteri, schau. Der Kevin. McLaren Mercedes. Aber ich freue mich echt auf McLaren Honda. Aber hey, immerhin schon mal bessere Qualifier-Ergebnisse als letztes Jahr. Ob das was bringt im Rennen? Ich muss mal kurz schauen, du bist ja auf Garage auf dem Server, gell? Hier hast du gesagt, Sven. Ja. Muss ich mal schauen, wie viel überhaupt los ist, wie viele Leute es da gibt. Ich habe das immer offen hier, das Teil hier. EU, Population und GAR Garage, Platz 142. Da sind 1367 Hordler und 1358 Allianzler. Ist ja voll ausgeglichen, sowas sehe ich ja selten. Oh Gott. Aber es hat wenig los da. Wenig los. Platz 142. Wo ich momentan bin, also auf dem einen ist hier 18.000 sind Hordler und auf Thrall selbst sind 13.900. Bei dir waren 1.300, okay. 10-mal mehr. Ja, aber auf dem jetzt nochmal zu wechseln lohnt sich nicht. Nee. Also. Nee. Wenn, dann könntest du da woanders anfangen nachher. Wechseln bringt dir nichts, könntest du dann den zweiten Char auf dem anderen Realm da machen. Oder du kriegst da sowieso ein Char geschenkt. Beim neuen Addon. Dann kannst du dir aussuchen, ob du auf dem gleichen Server das machst oder auf dem anderen Server. Mhm. Ja. Blackhand, Antonio, das sind auch ausgeglichen, wenn es ein Server wäre, ja? Keksdose, wenn es ein Server wäre. Mach wie du magst, K.A. Ich bin schrecklicherweise hellwach. Ja, musst du nachher nicht weg. Ich bin mal schnell kurz AFK hier, Pipi und so. Jo. So, ihr könnt quatschen, man hört euch.